Bereich natürlich aus dem Laden, aus dem Geschäft. Da ist das nicht immer gleich als ganzer Hof aufgebaut, sondern es gibt auch viele Einzeltiere. Ja. Die Hülle und Fülle ist grandios. Wollen wir einmal noch kurz rüberschauen? Sehr gerne. Die gibt es natürlich weiterhin und die sind weiterhin für uns das Allerwichtigste. Ja. Weil Schleich steht, glaube ich, auch weiterhin für die einzelnen Tiere. Und wenn ich hier den Elefant nehme, ist einer meiner Lieblingstiere. Dafür steht Schleich, für diese Detailtreue. Und diese kleinen Falten, die es wirklich über den ganzen Elefanten gibt, selbst am Bauch gibt es noch Falten. Überall, also wirklich wie in Natur. Und das, was ich jedem sage, ist, drück deinem Gesprächspartner das Tier in die Hand, das mache ich jetzt. Und sie merken, ein haptisches Empfinden. Und gerade hier auf dieser Messe wird man ja oftmals gefragt, wird alles digital? Wann kommen die Apps? Wann kommt dieses? Genau. Und wir denken darüber natürlich auch nach, aber wir wissen auch, dass Kinder das haptische Erlebnis brauchen. Und wer so eine Elefantenhaut darstellen kann, braucht nicht zwingend eine App. Zumindest nicht als nächsten Schritt. Genau. Also ich glaube, da haben wir noch viele Möglichkeiten. Und Kindern tut es gut, ein haptisches Erlebnis zu haben. Und das beflügelt die Fantasie. Wenn Sie sich vorstellen, Sie geben einem Kind jetzt nur ein iPad in die Hand, hat es kein haptisches Erlebnis. Außer Wischen ist da nicht viel. Genau, hier geht sofort die Fantasie an und man sieht sich sofort in der Savanne, die Ideen kommen, man geht weiter, holt die Giraffe, spielt zusammen und schon hat man ein Szenario da und da freuen sich auch die Eltern, wenn sie sehen, dass die Kinder auch wieder richtig spielen. Man kann natürlich auch jedes Szenario darstellen. Dadurch, dass es so eine Auswahl an Tieren gibt, kann man von der Giraffenfamilie bis zum jagenden Tiger, sage ich mal, alles darstellen. Das ist sehr schön. Ich glaube, das zeichnet uns auch aus, wenn man gefragt wird, worin unterscheidet sich Schleich von allen anderen. Ja. Wir haben eine Riesenchance und vielleicht sogar eine Verantwortung, auch den gewissen bildungspolitischen Teil wieder mitten in die Kinderzimmer zu bringen, weil ein Gorilla sieht so aus. Der genau. sieht nicht einfach ungelenk aus. Ja. Kinder, so sieht ein Gorilla aus. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir gut nach vorne bringen können. Das lernt man beim Spielen. Das lernt man beim Spielen, ganz genau. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank. Viel Erfolg noch mit dieser breiten Palette und diesem Detail- und Ideenreichtum. Wir lassen nicht nach. Vielen Dank. Vielen Dank. Erfolg.